Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shellshock Live. Heute werden wir uns mal wieder mal den Singleplayer anschauen. Und zwar machen wir da weiter bei Hot Hot Hot. Vermutlich entweder Napalm oder Feuer. Einfach mal so grob geschätzt. Aber kann man sich vielleicht denken, woher das Ganze kommt. So, also wir haben 5x Flame, also Feuer. Und 5x Napalm. Okay. Wie schießen wir denn hier? Haben wir das schon gespielt? Ich glaube, das hatten wir schon, gell? Das hatten wir schon angefangen. Stimmt. Ich tue mich hier voll so rausragen, wie wenn ich jetzt voll der Pro wäre. Hier, man hat hier die Dinge nicht. Schauen wir mal. Wir was treffen. Oh, wir treffen so gut. Das ist einfach gigantisch. Wir machen zwar quasi keinen Damage. Aber ich weiß nicht, wie man richtig Damage machen kann. Ich glaube, man muss tatsächlich richtig ranfahren an die. Ja, natürlich Damage. Dafür macht nicht seinen. Macht schon nicht seinen starken Angriff. Aber der trifft mich gut, der trifft mich verdammt gut. Man muss einfach da ranfahren und dann mit Napalm das Ganze machen. Aber dafür ist mein Fahrskill zu schlecht. Machen wir es mal so. Genau, ein bisschen wieder auf den 14 Damage, war glaube ich mehr als vorher. Und er trifft mich zweimal. Hier ist verkraftbar. Wenn ich erstmal dran bin und mit Napalm, dann mache ich halt richtig Damage immer. Trifft es meinen eigenen. Und mich nicht. Das war ein gut. So gefällt mir das. Können wir das öfter handhaben? Naja, cool. Muss ich natürlich hier ein bisschen schauen. Ein bisschen schwächer schießen. Treffe ich jetzt sowieso nicht. Treffe sogar relativ. Oh, wieder 14 Damage. Was wenn wir ohne unsere Crits machen? Oh. Er trifft aber auch verdammt gut, verdammt gut. Ja. Das war's dann wahrscheinlich. 81 Leben. Das Level ist irgendwie verdammt schwer. Jetzt komm hier. Jetzt kann ich durch die Lava ran, oder? Bitte, 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 bitte. Das kann nicht dein Ernst sein. Den Stärker vielleicht noch. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich glaube, das war's mit uns. Wir müssen fahren, genügend. Dieses Ding habe ich immer das Gefühl. Ah, er trifft ihn so oft. Das tut so weh. Nein, lass es. Ja, und jetzt schießt er ja noch einen Meteor. Klar. Sind wir sowieso tot? Ja, wir sind tot und wir haben aber einen. Ja, nicht wirklich mitgenommen. Hier der Freund. Gleich nochmal. Das schaffen wir. Hallo? Ich habe es nochmal gedrückt. Was soll das? Schönes Spiel. So. Bauen wir wieder mal ein Stück. Hoffen einfach, dass wir treffen. Ein bisschen. 6 Damage. Teilen gut aus. Müssen wir uns lassen. Er trifft nicht, das ist sehr schön. Aber wir hatten vorher eigentlich auch echt Glück, dass sie nie die Meteoriten geschossen haben. Haben wir uns überlegt. Er trifft wieder seinen eigenen. Das ist doch perfekt. Wir müssen echt fahren, glaube ich, weiter geskillt haben dafür. So nett noch. Ja, passt, 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 passt. Ja, 16 Damage, das größte, was wir bisher gemacht haben. Oh nein. Der rollt runter. Okay, wir sind tot. Das ist doch echt voll gemein, das zu machen, oder? Du hast doch überhaupt keine Chance. Was willst du denn machen? Und da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Jetzt bin ich sowieso tot. Wenn ich mit dem Napalm jetzt nie mehr treffe. Das Ding jetzt mal kaputt gehen, dann. Ich darf ihn noch machen. Aber was soll. Ich verstehe es echt nicht. Man muss da so krass fahren können, dass wir da vorfahren können. Ja, und jetzt komme ich da natürlich nicht mehr hoch. Okay. Wir müssen jetzt einfach mit Napalm schießen. Ich treffe ich aber nicht. Natürlich treffe ich nicht. Das war viel zu stark.
Aber Napalm streut erst relativ spät, das könnten wir jetzt vielleicht merken. Vielleicht ein bisschen nicht gewusst, dass wir die einen Meteor noch den anderen drauf. Und die Dinger treffen mich natürlich wieder perfekt. Ich komme natürlich auch wieder zurück. Also ich springe sogar über mich drüber. Das Level ist echt ein bisschen blöd. Meine Meinung, weil die Meteoriten, da bist du halt sofort tot. Ich glaube nicht, dass ich das mit Napalm richten kann. Ich treffe sowieso wieder nicht. Ach, ich treffe sogar. Macht schon mehr Damage, aber 35 Damage, da kann ich noch 8 Runden spielen. Und die mit ihren komischen Meteoriten da die ganze Zeit? Die töten mich halt instant. Du hast halt keine Chance dagegen. Das ist echt irgendwie ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht, ob die, wenn ich weiter weg bin, schlechter treffen. Ich teste jetzt einfach mal. Ich schieße jetzt auch einfach gleich Napalm. Hoffe, dass ich treffe. Zoomen wir es mal anders. Treffe natürlich nicht, das war zu kurz. Das Problem ist, der geht da oben auf und streut dann über diese Dinge. Das heißt, er trifft höchstens ein oder zwei. Neustart. Ich bin halb tot noch in solchen Meteoritenschlag, wenn mich der trifft. Das ist einfach verrückt. Kommen wir mal hier hin. Hallo? Kannst du vielleicht nicht so rumlecken? Schieben wir mal so. Mal, ob wir treffen. Ja, wir haben mit zwei getroffen. Richtig krasse 7 Damage. Auch nur auf zwei Gegner verteilt. Mir lassen, das habe ich drauf. Natürlich geht jetzt alles nach rechts von dem Teil. Was soll ich denn? Das ist echt schwierig. Was soll ich da dagegen machen? War echt sehr wenig schon. Ich stehe nicht ganz, wie das Level laufen soll. Ich glaube nicht, dass wir das ehrlich gesagt schaffen. Jetzt streuen wir mal ein bisschen weniger. Super wenig gestreut, aber nichts getroffen. Aber er trifft auch nicht. Aber auch seine eigenen Leine nicht. Wie schießt du den Meteor? Du bleibst oben, danke. Du triffst wahrscheinlich trotzdem, oder? Nicht mal. Und die haben so eine Kuhle ausgeholt, von der nicht rauskommen. Sagt er und wurde getroffen. Okay, jetzt ein bisschen leichter schießen. Nehmen wir mal so. Oh, wir treffen perfekt. Oh, richtig krasser Damage. Witzig Damage. Wie mit den Meteoriten, das ist echt verrückt. Zumindest diese Dinger treffen mich immer. Die verbrauchen. Schießt einfach gleich 5 Meteoriten auf mich. Ich glaube, das passt nicht. Oder? Die springen sogar nach oben. Aber die kommen natürlich zurück. Aber die treffen mich nicht. Oder? Doch, sie treffen. Ne? Doch, sie treffen. Nix Damage. Zwei stärker, weil ich jetzt unten bin. Und ich schieße jetzt nachher. Das spreizt sich halt schon so früh auf. Da muss man wirklich nah dran sein, sonst kann man mit Lappen richtig viel Damage machen. Aber das Problem ist halt einfach, dass ich nicht so weit fahren kann. Vielleicht schaffe ich sogar einen noch. Ja. Der trifft jetzt genau. Okay, das war's. Das müssen wir uns nicht anschauen. Probieren wir es noch einmal. So, jetzt lass mal überlegen. Wir schießen jetzt so. Schießen erstmal einen Flame. Der Luft trifft, glaube ich, nicht. Ganz knapp, ganz knapp. Ein bisschen mehr. Oder fahr einfach da runter, bitte.
Der trifft aber auch nicht. Ist auch fast in 45 Grad Winkel. Oder streut relativ wenig. Er schießt nicht in 45 Grad Winkel, aber er trifft mich einmal. So, das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen vorfahre, müsste ich doch... Das wollte ich nicht gut vorfahren. So, jetzt müsste ich ihn doch genau treffen. Wie schießen wir jetzt mal mit Napalm rüber? Oh, wir haben ihn gut getroffen. 40 Damage. Aber wir können ihn halt trotzdem eigentlich nicht damit killen. Dafür haben wir einfach auch zu wenig Napalm. Ich versuch's jetzt gleich nochmal mit Flame. Und jetzt, wenn der Meteoriten schießt. Okay, der ist relativ weit weg. Und die zwei sollten es schwierig werden, mich zu treffen. Und jetzt hinten in die Grube reingehen. Ist gut, das ist gut, das ist gut. Dann schießen jetzt mal mit Flame rüber. Das ist nicht Flame, das ist Napalm. Dann mal um, wir damit auch gut treffen. Ich will natürlich gar nicht, das gibt's nicht. Natürlich bitte. Darf nicht passieren mit dem Modus hier. Glaube ich, muss jeder Schuss sitzen. Okay. Genau hast du jetzt vor. Wenn ihr so weiter mit euren Dingen umgeht, dann. Okay. Dann wird das kein Damage für mich. So, wir machen jetzt ein Stärker, reicht ein Stärker. Der kann einen Ticken rüberfahren. Der trifft jetzt. Oh, perfekt, perfekt, perfekt. Selbst so machen wir treffen alles mit Flame, mit Crit und machen 40 Damage. Wie soll man das denn bitte schaffen? Da muss man wirklich darauf bauen, dass die nicht treffen. Gut, er trifft jetzt wieder nicht. Der andere schießt jetzt hoffentlich seinen Meteoriten wieder nach hinten rein. Was mit dem? Ja, irgendwie ist es so ein bisschen komisch. Vorher haben sie immer getroffen, jetzt schicken sie immer da hinten rein. Tschüss. Okay, wir schießen wieder mit Flame rüber. Wie sich der auch nicht bewegt. Haben wir ein paar Crits. Hat nichts gegrittet. Fährt er natürlich weg. Und schießt ein Meteor zu uns. Aber der sollte uns auch erstmal nicht treffen. Das kostet auch noch viel mehr Zeit, wenn ich ihn jetzt nochmal treffe, dann ist er down. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das könnte wehtun. Jetzt treffe ich ihn natürlich auch nicht mehr. Jetzt bin ich halb tot. Jetzt hat er einmal getroffen. Ich verstehe nicht, wie man das machen soll. Also wirklich nicht. Du musst da wirklich fahren können bis zu ihnen hin und dann drauf. Jetzt lass mal überlegen. Ich bin ein bisschen tiefer. Ich bin jetzt hier vorgefahren. Ich muss noch ein Stück weiter. Das heißt, ich mache mal eins stärker. Ich hoffe einfach, dass ich treffe. Perfekt. Das muss sehr gut sein. Ja, wir haben einen. Aber wir haben noch über Hälfte Leben. Das heißt, wenn er jetzt weiterhin so schlecht schießt, was er nicht tut. Ja, super. Dann sind wir jetzt wohl tot. Nee, wir überleben es sogar. Problem ist, ich komme jetzt überhaupt nicht zu ihm hin. Kann mich hier wahrscheinlich auch nicht wegbewegen. Ich habe zumindest noch so eine kleine Schutzbarriere da hinten. Wir haben auch nur noch einen Napalm, 4 Schuss. Haben wir eigentlich neue Sachen, wenn ich so lange überlebe? Wir testen es. Aber es ist wahrscheinlich ist zu stark. Oh, ich habe sogar noch mit einem getroffen. Und habe 14 Damage gemacht. Perfekt getroffen, perfekt, wir sind tot. Wie soll man das denn schaffen? Ganz ehrlich, wie soll man das schaffen? Okay, ja, wir schauen uns jetzt noch kurz im Multiplayer-Match an. Muss bloß ganz kurz raustoppen, ich hoffe, das macht die Aufnahme nichts. Weil ich nebenbei noch einen Steam-Download hatte. Schaut aber gut aus. Und dementsprechend da... Vielleicht dann ein bisschen blöd ist, wenn man da noch aufnimmt nebenbei. Beziehungsweise wir schauen uns einfach ein anderes Level an. Wir lassen das jetzt mal aus. Und dann machen wir nächste Runde wieder ein Multiplayer-Match. Okay, das könnten wir vielleicht mal schaffen. Snowball? Was ist ein Snowball? Oh. So war das, glaube ich, nicht geplant.
Wir können jetzt einfach nochmal schießen, damit wir so ein bisschen mal die. So war das auch nicht geplant. Soll vielleicht nicht mich selbst töten. Das ist gut, aber jetzt treffe ich ihn genau und das macht wenig Damage. Okay, also machen wir das Ganze. Ich muss einfach direkt. Ich muss da quasi oben liegen bleiben. Oder so, vielleicht. Was wird der, bevor er explodiert? Wie sieht der überhaupt? Perfekt. Okay, und jetzt das Ganze auf der anderen Seite. Ich hätte einfach rüberfahren sollen. Schauen wir mal. Ja, wir haben das Ziel verfehlt. Okay, aber das schaffen wir noch in der Folge. Sind erst bei 15 Minuten von dem her. Ja, ist der perfekt eingestellt? Ne, ist der nicht. Ist doch schon. So, netto. Nee. Jetzt komm schon, kann ja nicht so schwierig sein. Weil so Dinge zu verwandeln. Muss halt da oben genau treffen und darf da nicht zu weit schießen. Ah, gut, dass wir die haben. Gut, dass wir die Beute haben. Hat sich jetzt bestimmt super angehört, wie wir mal zischen. Geh rüber. Nein, du gehst nicht rüber. Verdammt, verdammt, verdammt. Also irgendwie fällt es mir recht zu einfach. Darum fange ich jetzt einfach mal links an. Ja. Gut, 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 gut. Sieht gut aus, sieht verdammt gut aus. Oder? Ja, danke. Gut. So, jetzt müssen wir nur noch rechts treffen. Dann haben wir tatsächlich noch was geschafft. Jetzt schieße ich wahrscheinlich zu stark und zu schwach. Das gibt's nicht. Das gibt's echt nicht. Kann ich es vielleicht jetzt mal auf die Reihe bekommen? Dankeschön. Oder auch nicht. Muss nicht unbedingt sein. Ich würde aber trotzdem gerne auf die Reihe bekommen. Der ist doch schön. Der ist schön. Schön. Ich hatte gerade Angst, dass er rausrollt. Perfekt. So, jetzt auf die andere Seite. Zack. Komm schon. Ja. Ja. Wir schaffen es. Wir haben einen glorreichen Abschluss des Levels. Bam. Voll erwischt. Okay, dann haben wir doch noch was geschafft. Zumindest ein bisschen was. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in dem nächsten Part wieder in Multiplayer-Match. Wie ihr das gewohnt seid. Weil ich komme dann immer zwei Kampagnen-Matches. Wenn ich nochmal drei Shell-Shop-Folgen aufnehme, dann... Naja, hilft dir nicht. Wir können noch kurz unser Upgrade verteilen. Und zwar... gehen wir ein bisschen im Move. Hierüber, wenn wir dann einen Tank upgraden können. Okay, aber das soll es gewesen sein für die Folge. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!